Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elix. Oh. Eingang ist da vorne, denke ich. Problem ist, ich kriege das Vieh nicht kaputt. Oh ja, da sieht's ganz, ganz schlimm aus. Jetzt bin ich bin am Überlegen, was jetzt sinniger wäre, zum Teleport zu rennen und den freizuschalten und dabei dann sterben. Oder? Ja, er hat uns. Das schafft er allein. Sag ich doch. Ich mach das. Ja, mach du mal. Das Biest kommt. Tod, Isa. Gut. Eine sehr schöne Arbeit. Da läuft noch eine Drohne rum und da sind noch zwei Wachposten. Drohne ist kein Problem, die Wachposten sind ein Problem. Das tun wir jetzt wieder abspeichern. Ich bin die Speicherqueen. Ist mir egal. Okay, wie mache ich das am besten? Auch wieder, ne? Dafür ist der eigentlich gar nicht mal so. Schlecht. So, dann kommt sie jetzt hier hin. Ich helfe dir. Das Biest kaufe ich dir. Danke für deine Hilfe. Gemeinsam packen wir das. Ich kümmere mich darum. Hallo! Verschissener Bastard! Schnell zum Portal! Und schnell rein! Mein Gott, hier steht gar keiner. Schluss jetzt.
Und hier ist auch keiner. Schnell speichern. Ich weiß, es ist bestimmt nicht so gedacht, wie ich das mache, aber ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. Hm. Okay. Ist auch keiner? Ist der hier nicht bewacht oder was? Die KIs da unten drehen bestimmt gerade am Rad, ey. Ray? Kommst du? Na dann nicht, dann bleibt er da. Ich habe eine Mission. Ja, da ist doch einer. Hallo, hallo, hallo. Ray. Ich hab ein Problem. Ray. Hallo, hallo, hallo. Ach, Ray, dann bleib halt da stehen. Ey, dann mach ich das jetzt alleine. Jetzt kommt er wieder mit, wa? Hier ist keine Sau. Wie geil ist das bitte? Schnell alles einkassieren. Wieso ist der am nächsten vom Eispalast ist, am wenigsten bewacht? Was Taktik von denen ist. Ray hat voll den Hänger. Ja. Konverter tot. Oh. Ja, ja. Ha, ich kann das auch. Okay, cool. Jetzt switchen wir erstmal dahin, wo es am sichersten für uns ist. Ich hoffe, Ray kommt mit. Wäre sonst sehr schlecht.
So. Musik muss ich erstmal wieder beruhigen. Erstmal abspeichern. So, die Musik beruhigt sich gar nicht. Statusabfrage. Gegenstände gefunden, Sir. Weiter so. Ich kann Ray nicht ansprechen, der hat voll den Hänger. Wo will er denn jetzt hin? Ray? Wo will er hin? Komm mit. Du hast doch schon eine Menge Leute dabei. Ich werde erstmal hier bleiben. Ja, aber, wo ist Ray? Hä? Der muss sich erstmal noch sammeln, ich weiß. Da ist Ray. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Geht klar. Wen nehme ich jetzt mit? Mitkommen. Okay. Ich nehme ihn mit. Aber... vorher muss ich jetzt erstmal meine neue Rüstung abholen. Endlich. Oh. Die Stadt der Berserker. Dreck, Schlamm, Schimmel. Die größte Virenfabrik, die es diesseits der Berge gibt. Zeig mir, was du... Erstmal kannst du was haben von mir. Elix-Trank brauche ich nicht, Elix-Trank brauche ich nicht, Elix-Trank brauche ich nicht. Jupp. Gut. Und ich kaufe jetzt endlich meinen Erzberserker-Rüstung. Und die Hose noch dazu. Boah, die kostet aber viel. Der Helm auch nochmal? Ne. Den Helm kannst du erstmal vergessen. Den kannst du erstmal behalten, meine ich. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Oh, guckt euch das an. Oh, ich bin so sexy. Ja, guck mal. Oh mein Gott. Wie geil. Zeig mir, was du mir herstellst. Irgendwas brennt da, Leute. Cool. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ich weiß. Ja, jetzt will ich zu jemandem, der mir was beibringen kann.
Bring mir etwas bei. Gut. Berserker habe ich. Schalte Gildenlehrer frei. Achso, ja, Magie. Magische Sprüche. Mana. Steigert der Mana mit jeder Stufe. Was will man? Gar nicht mal so schlecht, ne? Spruch Geisterwolf. Intelligenz 40. Spruch Leben erspüren. Leben erspüren einzusetzen. Was macht der dann? Hebt alle Liebe. Ach so. Mhm. Spruch Bluttransfer. Verwandelt Lebensenergie in Mana. Oh. Sowas geht. Spruch Aspekt des Kriegers. Du erhältst einen Bonus auf Nahkampfschaden. Mhm. Deine Haut wird widerstandsfähiger. Wichtig ist, die Berserkerwaffen zu verzaubern und damit Schadensauren zu versehen. Aha, okay. Machen wir erstmal. Hier steigert dein Mana mit jeder Stufe. Das ist erstmal wichtig. Und magische Sprüche halten wieder länger an oder richten größeren Schaden und Effekt steigert sich mit jeder Stufe. Machen wir auch. Den magischen Spruch Geistgestalt, Wahrnehmungsradius deiner Gegner wird halbiert. Oh. Na, das reicht erstmal. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ja, ganz schlimm, ne? Ich weiß. Ich muss jetzt noch ein paar Dingens kaufen. Granaten. Und dann bin ich eigentlich fertig. Und so gesehen bereit. Das Elex mit anderen Substanzen zu verunreinigen ist... Merkt ihr, was du sagen wolltest? Zeig mir deine Waffe. Zeig mir deine Waffe. Oh. Ah, genau. Okay, reingehen. Noch irgendwas? Kriegerbogen. So. Nee, falsch rum. Speichern. Und falsch. Jetzt habe ich. Oh mein Gott, ich vertue mich die ganze Zeit. Upsala. Da. Hab ich. So, wo ist denn mein lieber Bruder? Konverter sind er besser. Da ist er.
Obwohl ich eher glauben würde, dass ich es nicht schaffe, ihn zu besiegen. Aber naja, lassen wir uns davon nicht entmutigen. Ich hätte lieber meine Ausdauer ein bisschen höher machen sollen. Das wäre schlau gewesen. Habe ich nicht dran gedacht. Na, wo soll er denn sein? Ah. Da oben also auf jeden Fall. Und ich wollte schon aufhören mit dem Let's Play, weil ich dachte, das mit den Konvertern schaffe ich nicht. So, hier speichere ich. Ich gehe mal davon aus, dass ich diesen Kampf alleine bestreiten muss. Los geht's. Was tot ist, sollte auch tot bleiben. Man sagt, du stehst jetzt auf der Seite der Menschen. Noch ein weiteres Vergehen gegen die Direktive. Du selbst hast dagegen verstoßen. Sonst wärst du nicht hier, um dein Versagen bei meiner Exekution zu korrigieren. Du hast es mir nicht leicht gemacht, dich zu finden. Untergekrochen und verborgen in den Kellern der Pestratten dieser Welt. Was sagen deine neu erworbenen Emotionen dazu? Bist du jetzt stolz? Oder zitterst du vor Angst, weil du weißt, dass nun dein Ende naht? Gefühle können dich täuschen. Aber sie sind auch von Nutzen. Ich verspüre ein gewisses Gefühl der Rache. Sie ist eine mächtige Triebfeder, auch wenn sie irrational ist. Irrelevant. Dein Kapitel ist hier zu Ende und unsere Herrschaft über die freien Länder beginnt. Ja, eine Herrschaft des Kollektivs, ohne Freiheit des eigenen Willens. Ihr denkt, das sei der einzige Weg, zu wahrer Perfektion zu gelangen. Doch ich glaube, dass da noch mehr ist. Ich habe viel hier draußen in den Ländern der freien Menschen gelernt und beginne zu begreifen. Nein, Jax. Was du nicht begreifst, ist, dass du selbst schon lange ein Teil des Kollektivs bist, obwohl du nie den Code zum letzten Shot bekommen hast. Unsinn, ich war nur ein Alp-Commander und habe nie die Robe angenommen, die du trägst. Unwichtig. Ich werde nun meinen Fehler korrigieren und nichts wird dich dieses Mal retten, Bruder. Falle! Falle! Das ist eine Falle! Oh mein Gott! Kanax hat mich in eine Falle gelockt. Ich muss noch einmal zu Vardek. Er hat mir einiges zu erklären. Die kriege ich ja niemals alle tot, ey. Wer ist nochmal Vardek? Ach ja, unser Vater. Genau. Das war sowas von eine Falle. Oh. Mein, ja, ich denke, der wird das schon schaffen. Kann
Kallax hat mich in eine Falle gelockt. Eine halbe Alparmee hat mir da oben in den Bergen aufgelauert. Sagtest du nicht, Kallax sei allein unterwegs? Tut mir leid. Ich dachte, meine Informationen seien zuverlässig. Woher genau hast du die Information überhaupt? Er hat es mir selbst gesagt. Dann hat Kallax dich benutzt und hat dich absichtlich diesen Unsinn glauben lassen. Und ich laufe ihm geradewegs in die Falle. Er ist völlig verblendet. Du musst irgendeinen Weg finden, ihn da rauszuholen. Das kann ich dir nicht versprechen. Dieser Wahnsinn muss endlich ein Ende haben. Kallax erzählte mir, ich sei schon lange ein Teil des Elixitoren-Kollektivs. Was hat er damit gemeint? Nun, du warst ihm direkt unterstellt. Ihr habt zusammen eine Menge bewegt im Namen des Hybriden. Ja, aber ich kenne nicht einmal den Code zur Kammer des Hybriden. Kallax als vollwertiger Elixitor hatte immer Zugang. Und nur er hat meistens direkt mit dem Hybriden gesprochen. Aber da steckt doch noch mehr dahinter. Warum hast du Kallax nicht selbst danach gefragt? Es gab ein paar Kampfmaschinen, die mich daran hinderten. Du musst noch einmal mit ihm sprechen. Wie soll ich mit Kallax sprechen, ohne dass ich wieder in eine Falle laufe? Du musst einen geeigneten Ort finden, wohin ihm seine Kampfmaschinen nicht folgen. Dann musst du ihn dorthin locken. Wo soll dieser Ort sein? Ich weiß es nicht. Das wirst du selbst herausfinden müssen. Kallax anlocken? Ist das dein Ernst? Ich wüsste da vielleicht etwas, aber... Die Zeit des Zauderns und der Bedenken sind vorbei, Vater. Gib mir endlich etwas, was mir weiterhilft. Es ist etwas Wichtiges geschehen in der Vergangenheit, das ich dir nie erzählt habe. Kallax weiß es schon sehr lange. Und er weiß auch, wenn es im Eispalast bekannt würde. Was dann? Nun, er würde ziemlich sicher seinen Rang als Elixitor verlieren. Was? Aber... Es gibt da ein unscheinbares kleines Fischerdorf auf einer Insel im Süden von Edan, das heute verlassen sein müsste. Da war ich doch. Dort wirst du die Antwort auf all deine Fragen finden, mein Sohn. Du schickst mich einfach weg nach so einer Andeutung? Du musst es selbst sehen, um es zu verstehen. Wenn du zurück bist, werden wir darüber sprechen. Oh, der ist immer noch da. Kleine Fischerdorf hier, das kenne ich doch. So, da ist das Dorf, das ich mir für meinen Vater ansehen sollte. Die Luft hier riecht wie... Es erinnert mich an etwas. Ich kenne diesen Ort, ich war früher sehr oft hier. Dieser Weg, der Strand, die Hütten. Aber das ist... Es muss sehr lange her gewesen sein. Ich war noch ein Kind. Ein Kleinkind vielleicht. Ich habe hier gelebt. Mit meinen Eltern. Es ist verwirrend, aber ich beginne mich zu erinnern. Es war in einer verregneten Nacht. Sie kamen aus dem Norden. Mit ihren Waffen aus Licht und Feuer. Die Menschen gerieten in Panik, sie rannten. Jeder versuchte, sich zu verstecken. Wir hörten die Menschen schreien. Der andere Junge neben mir in unserem Versteck. Er hatte genauso viel Angst wie ich. Dann fand uns einer von ihnen und brachte uns in den Norden. Alle anderen waren fort. Was blieb, waren leblose Körper in der Brandung. Es gab nur noch mich und den anderen Jungen. Wie hieß er noch? Dieser fremde Mann nannte mich Jax. Und den anderen Jungen... Kallax. Ich verstehe jetzt. Das ist es, was Vadek mir all die Jahre verschwiegen hat. Kallax und ich sind Kinder von Edan. Aber das würde ja bedeuten, dass... Der alte Mann wird einiges erklären müssen.
Und der ist immer noch da. Ich muss mal eben zurück teleportieren. Und mir in anderen Dingen zu holen. Ist er doch. Ach, da ist er wieder. Schön. Wen nehme ich denn mit? Mitkommen. Na gut. Nee, sieht er besser. Wo war der nochmal da? Ich muss gleich von dem nächsten Geld, was ich erhalte, muss ich unbedingt Heiltränke kaufen. Um welche herzustellen, bin ich zu dumm. Ja gut, unser Vater ist anscheinend nicht unser Vater. Sie haben uns entführt und mich und meinen Bruder. Also uns und meinen und unseren Bruder und ja, haben uns unseren Eltern entrissen, sie getötet, die anderen Leute, die wir kannten, getötet und uns so gesehen in den Eispalast aufwachsen lassen mit dem Glauben, dass wir zu denen gehören. Schon von Anfang an. Ich war im Fischerdorf in Edan, das du erwähntest. Dann verstehst du jetzt? Ich verstehe, dass Kallax und ich die Söhne von Berserkern sind, nicht deine. Ich verstehe, dass du unsere Eltern getötet und uns als deine Kinder in den Eispalast verschleppt hast. Was ich aber nicht verstehe ist, warum? Deine Mutter und ich konnten keine Kinder zeugen. Doch ich wollte nachkommen. Ich wollte, dass meine Dynastie die mächtigste aller Alps werden sollte. Und durch meinen Schachzug mit euch war ich am Ende auch erfolgreich. Sieh dir an, was aus euch geworden ist. Ihr seid heute die Speerspitze der Alparmee. Waren. Du meinst, wir waren es. Deine Bastarde versuchen sich gerade gegenseitig zu töten. Ja, ich weiß. Einiges ist mir etwas aus den Händen geglitten. Kälte wird zu niedrig. So nennst du das. Du Schwein hast unser Leben zerstört. Alp, ich hätte nicht wenig Lust, dich am nächsten Baum aufzuhängen. Du hast meine Familie getötet. Jemanden, den du nicht einmal kennst. Und von welchem Leben sprichst du da? Ein Leben als Fischer oder Landstreicher in den Wäldern und Rattenlöchern von Edan? Kallax und auch du habt mir beide sehr viel zu verdanken. Wie auch immer, das ist es jedenfalls, womit du Kallax anlocken kannst. Niemand im Eispalast wird auf einen Mann hören, dessen Wurzeln beim Erzfeind zu finden sind. Wenn du ihm androhst, das im Eispalast publik zu machen, wirst du seine ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Nur Geduld. Der Tag wird kommen, an dem du weißt, an welchem Ort du Kallax stellen kannst. Hör auf deine Inner... Und dann sagt er auch echt noch meinen Sohn. Tschö. Wer von euch hat es geschafft, meinen Vater von eurer Sache zu überzeugen? Niemand. Vadek hat unseren Weg gewählt, weil er es wollte. Auch du wirst hoffentlich noch erkennen, was für unser Volk das Beste ist. Okay, Leute, ich muss mich verabschieden. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.